Wir kommen zu dem zweiten General. Da begrüße ich Wilfried Sauter, Historiker aus Essen. Als er vor mehr als drei Jahrzehnten nach Essen kam, hat es ihn als erstes in die von Seebstraße verschlagen. Dort hat er seine erste Wohnung gefunden und eine ganze Reihe von Jahren gelebt. Er hat sich intensiv mit General von Seebt beschäftigt und wird uns dessen Handeln und Ziele in der Weimarer Republik, also im Grunde anschließend, auch zeitlich anschließend an das, was Herr Professor Lautmann uns vorgestellt hat, erläutern. Und er wird uns auch von Seebts Verhältnis zu Hitler und zum Nationalsozialismus deutlich machen und auch nochmal auf das Plakat zu sprechen kommen, was ja in den letzten Tagen hier sehr, sehr viel Wirbel verursacht hat. Bitte, ja, kommt. Ja, meine Damen und Herren, von Seebt ein ganz anderer Charakter als von einem, obwohl wir schon Berührungspunkte gehört haben. Ich möchte vorher feststellen, ich spreche nur über die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Man muss sich darüber im Klaren sein, die Zeit der Weimarer Republik ist die Zeit, in der versucht wird, nach der katastrophalen Erfahrung des Ersten Weltkriegs eine friedliche Weltordnung zu errichten. Es wird der sogenannte Völkerbund gegründet, die Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen. Und das wird von vielen Menschen eben als Aufgabe gesehen, jetzt als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs nicht nur die Demokratie aufzubauen, sondern eben auch den Frieden zu sichern. In dieser Zeit hat Generaloberst von Seebt eine wichtige Funktion gehabt. Wir sehen das hier auf der Folie. Er war Chef der Heeresleitung von 1920 bis 1926 und er war ein politischer Feldherr. So möchte ich ihn bezeichnen. Viele werden vielleicht sagen, ja, was heißt politisch? Die Reichswehr war doch explizit unpolitisch. Das stimmt. In § 34 des Reichswehrgesetzes hieß es, dass den Soldaten jegliche politische Betätigung verboten ist. Sie durften sogar nicht wählen. Von Seebt wollte verhindern, dass in den Kasernen überhaupt über Politik diskutiert wird, denn er wollte keinen Streit zwischen seinen Offizieren vor allen Dingen. Er wollte eine Einheitlichkeit der Wehrmacht und deswegen sollte die Wehrmacht unpolitisch sein. Aber die Offiziere sollten politisch denken und vor allen Dingen die oberen Offiziere sollten auch Politik im Kopf haben. Wir sehen das auf der zweiten Folie. Von Seebt sagt in seinem Buch, dass er Gedanken eines Soldaten, das in mehrfachen Auflagen erschien und wo seine wichtigsten Schriften für sein Selbstverständnis zusammengefasst sind. In jedem Feldherrn muss staatsmännisches Denken wohnen. Und an anderer Stelle konkretisiert er das. Das Ideal für ihn ist, wenn Staatsmann und Feldherr in einer Person vereinigt sind. Und er nennt dafür an mehreren Stellen drei Beispiele, die das für ihn verkörpern. Das ist Oliver Cromwell, Friedrich II. Von Preußen und Napoleon. Wenn man sich diese drei Personen anguckt, dann kennzeichnen sie sich alle dadurch aus, dass sie ihre Nachbarn in aggressiver Weise mit Krieg überzogen haben und dabei relativ erfolgreich waren. Oliver Cromwell ist vielleicht nicht allen bekannt. Er ist der Führer der englischen Parlamentsarmee im Krieg gegen den König gewesen im 17. Jahrhundert. Oliver Cromwell hat dafür gesorgt, dass der englische König Karl I. mit einem Beil den Kopf abgeschlagen bekam. Es ist also auch ein bisschen problematisch, von Seebt als Monarchisten zu bezeichnen. Da gibt es auch andere Zitate, die ich auf Nachfrage bringen kann. Er ist kein Monarchist, sondern er ist ein Machtmensch. Er ist ein staatlich denkender Machtmensch, der die staatliche Macht vor allen Dingen auf den Krieg und auf die Armee vorwärts sieht. Er sieht eben diese Feldherren als glückliche Einheit, die selten gewesen ist und sein wird. Oliver Cromwell hat es immerhin fertiggebracht, durch seinen Krieg in Irland das irisch-englische Verhältnis bis heute zu traumatisieren. Das heißt, er wird noch 350 Jahre nach, so hat er dort gewütet.
Die Kriegsorientierung von Seeckt wird auch sehr deutlich in diesem Zitat aus einem privaten Brief. Der ewige Frieden ist ein Traum und er ist nicht einmal ein schöner. Und der Krieg ist ein Glied in Gottes Weltordnung. Das ist nicht so dahingesagt, sondern ich möchte zum gleichen Thema noch ein zweites Zitat zeigen, etwas länger, das das Denken von Seeckt wirklich umreißt. Der Wille ist die zeugende, schaffende Kraft im Menschen. Der Krieg ist die höchste Steigerung menschlicher Leistung. Er ist die natürliche letzte Entwicklungsstufe in der Geschichte der Menschheit. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Beide, der Wille und der Krieg, gehören zusammen. Der Krieg wird durch den Willen geboren, geführt und zur reinsten Vollendung erhoben. Der Wille findet in der Überwindung der Widerstände, also im Krieg gegen die Widerstände, seine höchste Bestätigung. Der Wille wandelt sich durch den Krieg zur Tat. Das ist die Grundanschauung General von Seeckt. Sehr schön, sehr schön. General von Seeckt wurde von der satirischen Zeitschrift Clara Dutch als Sphinx karikiert. Die Sphinx, ein Löwenkörper mit Menschengesicht, undurchdringlich und ohne Vorwarnung zuschlagend. Seine Soldaten haben diese Bezeichnung übernommen. Von Seeckt gilt als die Sphinx, weil er oft nicht durchschaubar ist. Dabei ist das, was er will, eigentlich sehr gut erklärbar, sehr gut darstellbar. Von Seeckt ist ein Mensch, der nach vorne guckt und der sehr weit guckt. Kleinigkeiten des Lebens interessieren ihn nicht. Er hält sich für einen überlegenen Strategen und denkt in langfristigen Konzepten. Seine Gefühle weiß er zu beherrschen. In einem privaten Brief schreibt er zum Beispiel über die neue Republik, dass er daran mitarbeiten will, mit dem Ekel im Herzen und dem Fluch auf der Zunge. Das heißt, er hasst diese Republik eigentlich, aber er will sie benutzen. Und er schreibt an seine Frau Anfang Januar oder Ende Januar 1919, er müsse mit Gewalt oft eine unendliche Bitterkeit herunterschlucken über das, was geschehen ist. Das heißt, diese Revolution, die ja durch Arbeiter- und Soldatenräte dann neue politische Verhältnisse gebracht hat. Das geht in seinem Inneren vor. Was er aber nach außen sagt, sehen wir hier. Ein Befehl an die Soldaten, die er kommandiert an der Nordgrenze des Deutschen Reiches 1919, vom 24.04.1919. Von Seeckt befiehlt, ich will daran so das Denken von Seeckt deutlich machen, er befiehlt seinen Offizieren, sich mit dem Denken, Fühlen und Empfinden, aber auch mit den Lebensbedingungen der neuen Kreise des Volkes zu beschäftigen und sie zu verstehen und berücksichtigen zu lernen. Das hört sich erstmal sehr gut an. Von Seeckt geht davon aus, es gibt in jeder historischen Epoche eine leitende Idee. Und die leitende Idee der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist für ihn die Bedeutung der Arbeiterschaft, die deutlich geworden ist in der Revolution von 1918. Das sind die neuen Kreise des Volkes. Um die sollen sich die Offiziere kümmern, die sollen die verstehen. Der Hintergrund wird dann im zweiten Satz deutlich. Von Seeckt fordert von den Offizieren in diesem Befehl das Unterdrücken jeder Bitterkeit, das heißt das Unterdrücken dessen, was er selbst empfindet, denn ihnen, den Offizieren, falle angesichts der momentanen Absage weiter Bevölkerungskreise an alles Militärische die Aufgabe zu, Erzieher des Volkes zur Wehrhaftigkeit zu sein. Er denkt bereits an die neue Aufrüstung und er denkt bereits an den nächsten Krieg, der noch viele Jahre hin sein kann, aber er denkt ganz konsequent daran. Um den Sphinx-Charakter von Seeckt auch noch deutlich zu machen, es ist unumstritten, von Seeckt hat die Wehrmacht zum Staat im Staate gemacht, zu einem abgeschlossenen, kastenartigen,
Gebilde, das von der Gesellschaft und von der Republik völlig getrennt war. In seinen Schriften schreibt er aber, nicht zum Staat im Staate soll das werden, sondern im Staat dienend aufgehen und zum reinsten Abbild des Staates werden. Soweit können Worte und Realität auseinanderfallen. Wenn man die Absichten von Seeg zusammenfasst, und ich tue das hier so thesenartig und glaube, das nachweisen zu können, dann muss man auch die ganzen Widersprüche, die wir bei ihm sehen, noch werden noch, unter folgendem Gesichtspunkt sehen. Von Seeg will einen neuen Krieg. Und den will er gewinnen. Er hat einen Krieg verloren. Er hat lächelnd den Vertrag von Versailles mit unterschrieben. Er hat das deshalb lächelnd getan, weil er denkt, der nächste Krieg geht anders aus. Er braucht für diesen Krieg eine hochqualifizierte, innerlich absolut geschlossene Armee. Er braucht eine neue Strategie der schnellen Entscheidung im Krieg. Er braucht einen entschlossenen, charismatischen Führer. Und er braucht eine Volksbewegung, die sich von diesem Führer leiten lässt. Er braucht dafür aber auch einen staatlichen Rahmen. Und der einzige Rahmen, der zur Verfügung stand, war die Weimarer Republik. Und deswegen arbeitet er daran mit. Dieses Plakat hat viel Wirbel aufgelöst. Über Hitler sagt von Seeg im Jahr 1923, die genauen Hintergründe werden wir noch sehen, im Ziel waren wir uns einig, nur der Weg war verschieden. Das Zitat, wie gesagt, von 1923 bezieht sich auf das erste Treffen zwischen Hitler und von Seeg. Das Bild stellt das letzte Treffen zwischen Hitler und von Seeg dar, im Jahr 1936, als sich Hitler im Grunde bei von Seeg für seine Arbeit bedankt und ihm zu Ehren das Regiment nach ihm benennt und ihn zum Kommandeur ernennt, in dem er als Leutnant gedient hatte. Was eint eigentlich von Seeg und Hitler? Es ist vor allen Dingen der Wille zum Krieg und entsprechend zur konsequenten Militarisierung der Gesellschaft. Das ist schon eine zentrale Frage. Hitler und von Seeg sind sich auch einig in der Ablehnung der Demokratie. Sie streben nach Macht und Tat. Was Tat heißt, haben wir vorhin schon gehört, in einem Führerstaat. Sie sind sich einig, und das ist jetzt von Seegs Arbeit, die er leistet, in der Entwicklung eines Blitzkriegkonzeptes und der konsequenten Vorbereitung eines Angriffskriegs. Und sie sind sich einig in dem Ziel der militärischen Vernichtung Polens. Dieses Ziel besteht von Anfang an. Das Ganze soll Grundlage einer neuen Großmachtstellung des Reiches sein. Es gibt auch Unterschiede. Rassismus, wie er von Hitler praktiziert wird, ist von Seeg fremd. Das kennt er nicht. Er ist mit einer Jüdin verheiratet und es sind auch sonst rassistische Vorbehalte bei ihm nicht erkennbar. Von Seeg ist immer Herr. Der bewahrt die Kontenance. Manchmal etwas aristokratisch von oben herab. Aber darin unterscheidet er sich von Hitler, das muss ich wohl nicht erklären, der eben auch ganz anders auftreten kann. Auch im Machtstreben gibt es einen tendenziellen Unterschied zwischen von Seeg und Hitler. Hitler denkt völkisch, er denkt an das Volk. Von Seeg denkt etatistisch, er denkt an den Staat, an den Staatenstaat mit einer starken Armee. Oder um es mal auf eine Floskel zu bringen, während Hitler Arminius als seinen Ahnherrn sieht, der im Teutoburger Wald die Legionen des Varus geschlagen hat, denkt von Seeg eher mit den römischen Kaisern und ihren Legionen als geordnete und starke Armee. Das ist ein tendenzieller Unterschied, der aber eben auch mit dem rassistischen Aspekt im Grunde zusammenhängt. Ein wichtiger Unterschied ist aber auch der verschiedene Weg, der in dem Zitat vorhin schon angesprochen wurde. Von Seeg will keinen Putsch. Wir sehen hier einen Putsch von Reichswehrangehörigen, diese Brigade Erhard, mehrere tausend Mann stark, die wir hier sehen,
ist zum damaligen Zeitpunkt Bestandteil der Reichswehr. Die machen im März 1920 einen Putsch gegen die gewählte Regierung. Und zwar diese Brigade, die wir sehen, mit Hakenkreuzen am Helm und auf dem Wagen. Das ist das Kennzeichen der Brigade Erhard. Gegen diese Brigade Erhard mit Reichswehrtruppen vorzugehen, verweigert von See. Das ist bekannt. Es kommt dann in Deutschland, gerade auch im Ruhrgebiet, aber auch in Berlin, natürlich zu Bewegungen in der Arbeiterschaft, die sich um ihre Revolution von 1918 betrogen haben. Die organisieren sich hier im Ruhrgebiet als Rote Ruhrarmee. Und auch in Berlin gibt es Aufstandsversuche. Von Seeckt befiehlt dann dem Reichswehrführer Erhard von dieser Truppe hier, diese Arbeiterbewegungen zu unterdrücken. Das heißt, er nimmt diesen Menschen wieder unter seinen Befehl und sagt, hör mal, Erhard, solange Sie unter meinem Befehl stehen, werden Sie auch nicht verhaftet. Das ist ja im Grunde ein Staatsstreich, ein Hochverrat, den er begangen hat. Von Seeckt schützt aber diese Truppen und er tut das auch noch Jahre danach. Auch diese Einheit wird aufgelöst kurz darauf. Die Reichswehr muss ja sowieso vermindert werden. Es entstehen daraus aber zum Teil Geheimorganisationen, die auch Mordanschläge verüben. Ja, aus der Geheimorganisation dieser Erhard-Truppe heraus wird zum Beispiel der Außenminister Walter Rathenau systematisch ermordet im Jahr 1922. Im Jahr 1928 spricht sich von Seeckt noch ausdrücklich dagegen aus, auch die Fememorde, also diese Mordanschläge, die aus diesen Trupps heraus passiert sind, gerichtlich zu verfolgen. Warum? Das treibt ja nur einen Keil zwischen Reichswehr und Freikorps und das will von Seeckt nicht. Von Seeckt arbeitet für die Regierung. Wir sehen hier den Reichspräsidenten Ebert. Das ist der Mann, der den Zylinder in der Hand hat, wie eine Ehrenkompanie abschreitet, der vorderste Militär ist von Seeckt mit dem Stahlhelm. Das ist ein schwieriges Verhältnis. Von Seeckt hält Ebert im Grunde für einen ehrlichen Menschen, wenn er auch völlig andere Ansichten hat. Er hofft über Ebert Einfluss auf die Arbeiterbewegung zu bekommen. Aber letztlich hält er Ebert für einen Schwächling. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Ebert ist nicht bereit, Krieg zu führen. Und zweitens, Ebert lässt sich auch von Seeckt an der Nase herumführen. Auch das zeigt, dass er ein Schwächling ist. Wie von Seeckt mit Ebert herumspringt, zeigt sich an solchen Zitaten. Ja? Ich zitiere mal nur das zweite. Frage des Reichspräsidenten Ebert. Ich möchte nun wirklich wissen, wo steht denn eigentlich die Reichswehr? Das heißt, ist die Reichswehr verlässlich? Verteidigt die Reichswehr die Verfassung? Darauf sagt von Seeckt, die Reichswehr steht hinter mir. Das ist eine Frechheit. Und das ist nicht loyal. Ja, es wird behauptet, von Seeckt würde loyal arbeiten. Für die Republik, das ist aber nicht der Fall. Ein weiteres Beispiel dafür, der Konflikt von Seeckt mit Stresemann. Gustav Stresemann ist allen bekannt. Gustav Stresemann hat, wir haben heute den 50. Jahrestag der Élysée-Verträge, Gustav Stresemann hat Mitte der 20er Jahre versucht, eine Aussöhnung mit Frankreich herbeizuführen. Er hat dafür zusammen mit dem französischen Premierminister Chateaubriand 1926 den Friedensnobelpreis bekommen. Gustav Stresemann hat versucht, die Konfrontation in Europa abzubauen, zu friedlichen Einigungen zu kommen. Gustav Stresemann wollte illegale Rüstungsbestrebungen, die sogenannte Schwarze Reichswehr, bekämpfen, die in Deutschland bestanden. Diese Schwarze Reichswehr wurde aber von Seeckt gefördert. Deswegen hat von Seeckt Gustav Stresemann bis aufs Blut bekämpft, der 1923 in einem Krisenjahr kurzfristig Reichskanzler war. Er sagt also, von Seeckt lehnt das Kabinett Stresemann ab und er sagt, ich zitiere jetzt nur den fettgedruckten Teil und den Satz davor, die Reichswehr, sagt von Seeckt, dürfe nicht in die Lage gebracht werden,
sich gegen Gesinnungsgenossen für eine ihr wesensfremde Regierung einzusetzen. Das heißt, es gibt rechtsnationale Kräfte in der Reichswehr, die im Grunde putschen, die im Grunde Bayern schon als eigenen Staat proklamiert haben. Ja? Und von Seeck droht jetzt Stresemann, dass die Reichswehr mal wieder nicht loyal ist. Das kann man nicht als loyales Arbeiten für die Weimarer Republik ansehen. Ein wichtiger Tag. Am 10. März 1923 lädt von Seeck Hitler in das Wehrkreiskommandogebäude in München. Hitler darf dort 1,5 Stunden referieren, über Außenpolitik vor allen Dingen. Am Ende des Referates fordert er im Grunde den Putsch gegen die bestehende demokratische Regierung. Das lehnt von Seeck ab. Daraufhin rastet Hitler aus, es sind noch mehrere andere Offiziere dabei, und sagt, er wolle nach Berlin gehen, die Regierung dort an die Laternen vor dem Reichstag hängen und dann von Seeck die Führerschaft der gesamten Arbeiterschaft Deutschlands anbieten. Das heißt, Hitler schätzt das so ein, von Seeck könne eben dieser Führer sein in Deutschland. Das muss jetzt, bitteschön, der Oberkommandierende der Reichswehr an der Stelle ablehnen. Er schneidet ihm das Wort ab und sagt, wir sind geschiedene Leute, wirft Hitler raus. Aus den Notizen seines Adjutanten, der der ganzen Veranstaltung beigewohnt hat, geht aber hervor, dass von Seeck von Hitler schwer beeindruckt war, dass er ihn in erheblichem Maße imponiert hat. Von Seeck spricht sich wieder gegen die Putschpläne Hitlers aus. Hitler macht diesen Putsch am 9. November 1923 in München trotzdem und scheitert. Von Seeck will im Grunde auch die Demokratie durch eine autoritäre Führerdiktatur ersetzen. Nicht unbedingt durch Hitler, aber im Grunde auch wirklich keine Demokratie. Er will das aber auf legalem Wege erreichen und man muss bitte überlegen, auf welche Weise es Hitler dann am Ende geschafft hat. Er hat es im Prinzip auf dem Weg geschafft, der von Seeck prinzipiell vorgeschwebt hat. Ja? Das heißt, der Weg von Seeck legal die Macht oder pseudolegal, hat sich als der wirksamere erwiesen gegenüber der Putsch-Vorgehensweise, die Hitler zuerst gewählt hat. Ja, und von diesem Treffen oder über dieses Treffen sagt von Seeck, im Ziele waren wir uns einig. Und dieses Ziel heißt Krieg und Vernichtung Polens. Das werde ich gleich noch zeigen. Nur der Weg war verschieden. Und der Weg heißt, Hitler will den Putsch. Von Seeck wird innerhalb der legalen Möglichkeiten arbeiten. Dass das Ganze kein Missverständnis ist, sieht man daran, dass von Seeck 1930, da hat er seine offizielle Funktion schon verloren, in einem Zeitungsinterview einer der verbreitetsten Zeitungen fordert, dass Hitler an der Regierung beteiligt werden soll. 1930. Zitat von Seeck, die Frage, ob eine Regierungsbeteiligung der Hitlerpartei wünschenswert ist, beantworte ich mit einem uneingeschränkten Ja. Sie ist mehr als das, sie ist notwendig. Was in dieser Bewegung, also den Nationalsozialisten, den echten Kern bildet, das nationale Empfinden, der Wehrwille, sind ein notwendiger Bestandteil der Regierung der Zukunft. Diese Regierung der Zukunft soll, das habe ich schon gesagt, Krieg führen. Wie kann das gehen? Von Seeck entwickelt dafür das Konzept. Das macht er schon 1928. Er veröffentlicht das aber erst nach dem Regierungsantritt Hitlers. Das wird seine Gründe haben. Er sagt, wir müssen aus dem Ersten Weltkrieg lernen. Die Massenheere dort haben keine wirklichen Erfolge erzielt. Wir müssen eine andere Strategie haben. Entwickeln und die fasst er hier in wenigen Worten zusammen. Es ist die Strategie für den nächsten Krieg. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, da ist von der Luftwaffe die Rede, die hat die Reichswehr zu dem Zeitpunkt gar nicht. Aber ich habe schon gesagt, von Seeck denkt langfristig. Seine Strategie lautet folgendermaßen. Der durch die Luftwaffe eingeleitete Angriff wird von den verwendungsbereiten Truppen, also im Wesentlichen dem Friedensheer, mit möglichster Beschleunigung übernommen.
Je hochwertiger dieses Heer ist, desto größer seine Beweglichkeit, je entschlossener und befähigter seine Führung, umso größer ist seine Aussicht, die ihm begegneten feindlichen Kräfte in kurzer Zeit aus dem Felde zu schlagen. Das ist das Blitzkrieg-Konzept, das von Hitler angewendet wurde, ohne dass hier der Name bereits fällt. Und es ist ein Angriffskonzept, wie die Wortwahl ganz eindeutig zeigt. Man will praktisch aus dem Stand raus mit einer relativ kleinen Armee schnell große Erfolge erzielen. Ich komme zum Schluss, der wird aber noch mal ein bisschen heavy. Weil er beispielhaft noch mal alles zeigt, was zu von Sieg gehört. Wir sehen hier Karten, links die Front, links die Land, links die Grenzen von 1914 vor dem Ersten Weltkrieg, rechts nach dem Ersten Weltkrieg. Es gibt erhebliche Veränderungen in der Staatenwelt durch den Ersten Weltkrieg. Der wichtigste Punkt für uns ist hier die Existenz Polens. Polen bekommt nach mehr als 100 Jahren wieder einen eigenen Staat. Deutschland ist isoliert, Polen ist mit Frankreich verbündet, das heißt, Deutschland liegt dazwischen. Deutschland macht Versuche, mit der jungen Sowjetunion zu kooperieren, um da einen neuen Bündnispartner zu finden. Der Botschafter in Moskau, der deutsche Botschafter dort, Graf Brockdorf Rantzau, formuliert eine Denkschrift zur Ostpolitik, die vor allen Dingen darauf abzielt, bitte auch nach Westen zu denken, England als Bündnispartner nach Möglichkeit zu suchen, sich nicht auf militärische Abenteuer mit dieser Sowjetregierung einzulassen. Da steht in der unteren Zeile, er warnt vor der militärischen Kooperation mit der völlig skrupellosen Sowjetregierung und er fordert vor allen Dingen, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland friedlichen Zielen und dem wirtschaftlichen Wiederaufbau dienen muss. Auf diese Denkschrift antwortet von Seeckt. Er sagt, Deutschland muss aktive Politik betreiben. Zu einer Politik gehört ein Ziel und ein Wille. Was Wille ist, haben wir schon gehört bei von Seeckt. Ja, der Wille führt zum Krieg. Aus der Antwort auf Brockdorf-Rantzau nur ganz kurze Auszüge. Polens Existenz ist unerträglich, unvereinbar mit den Lebensbedingungen Deutschlands. Es muss verschwinden und wird verschwinden durch eigene innere Schwäche und durch Russland mit unserer Hilfe. Denn mit Polen fällt eine der stärksten Säulen des Versailler Friedens, die Vormachtstellung Frankreichs. Dieses Ziel zu erreichen, muss einer der festesten Richtungspunkte der deutschen Politik sein, weil er ein erreichbarer ist. Das heißt, Polen muss nicht verschwinden, wie Hitler vielleicht sagen würde, weil das Slawen sind, weil das altes deutsche Siedlungsgebiet ist. Das interessiert von sich nicht. Polen muss aus machtpolitischen Gründen verschwinden. Polen ist eine Stütze Frankreichs, Frankreich muss geschwächt werden, also muss Polen verschwinden. Ganz klare Aussage, dass das nicht auf friedlichem Wege gehen kann, ist vollkommen klar. Deswegen sagt er in seiner Denkschrift auch, es ist zuzugeben, dass der törichte Ruf, wörtliches Zitat, nie wieder Krieg, verbreiteten Nachhalt findet, das stört ihn natürlich. Und dann schreibt er, aber Politik treiben heißt führen. Dem Führer wird trotz allem das deutsche Volk in dem Kampf um seine Existenz folgen. Diesen Kampf vorzubereiten ist die Aufgabe, denn erspart wird er uns nicht. Das ist 1922 und Sie haben in diesem Text alle Elemente. Sie haben den Führerstaat, Sie haben die Kriegsorientierung, Sie haben die Vernichtung Polens und Sie haben das klare Ziel vor Augen, das hier nur mit Krieg erreicht werden kann. Das formuliert er als Alternative zu dem Konzept Brockdorf-Rantzaus. Das heißt, von Seeckt macht nicht das, was ganz normal ist für Militär, sondern von Seeckt betreibt Kriegspolitik.
Und das ist der Grund, weshalb trotz aller Zwistigkeiten, und da könnte ich noch eine Menge von erzählen, zwischen Hitler und von Seeckt, letztlich Hitler von Seeckt ehrt, auch mit einem Staatsbegräbnis 1936. Und das ist der Grund, weshalb die Nationalsozialisten in Essen mit sehr viel Bedacht zwei Straßen, die vorher Irmgard- und Ortrudstraße hießen, mit den Namen der Generäle von Seeckt und von Einem versehen haben. Es war die geistige Kriegsvorbereitung, die damit vorangebracht werden sollte. Es war das Ziel, den Pazifismus in der deutschen Bevölkerung zu beseitigen, den Krieg als Normales nach vorne zu bringen. Und ich kann Ihnen sagen, was beide Generäle betrifft, die Nazis haben sich nicht vertan. Es waren Leute, die ihrer Politik sehr zugearbeitet haben, bei allen Differenzen, die es gibt. Und deswegen ist meine Überzeugung, es ist richtig, die Ehrung dieser beiden Generäle nach 75 Jahren zu beenden. Ja, danke. Auch hier die Gelegenheit, ist noch irgendetwas unklar geblieben? Möchte jemand noch etwas speziell jetzt zu General von Seeckt nachfragen? Da gibt es eine Nachfrage. Mikro hinten bitte. Also vielen Dank für den Vortrag, aber sicher, das funktioniert nicht. Das ist noch eine Tückener Technik. Vielen Dank für den Vortrag. Zwei ganz kurze Fragen. Sie hatten ausgeführt, dass Stresemann, dass von Seeckt gegen Stresemann und Ebert relativ offen opponiert hat. Warum hat einer von den beiden den von Seeckt nicht einfach abgesetzt? Zweite Frage, von Seeckt war, wenn ich richtig erinnere, auch Mitglied des Reichstags. Könnten Sie kurz ausführen, für welche Partei und wie die Partei anzuordnen? Danke. Die Funktion Hitler, ich fange mal mit der letzten Frage an. Die Funktion Hitlers 1923 war Vorsitzender der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Und keine andere. Insofern, von Seeckt wusste natürlich, dass er da etwas tut, was sehr heikel ist. Es gibt unter den Unterlagen von Seeckt, und es ist ein umfangreicher, sehr wohlgeordneter Nachlass von Seeckt vorhanden, es gibt keinen einzigen Hinweis in seinen Unterlagen auf dieses Treffen. Ihm ist klar geworden, dass dass eigentlich schon das Treffen an sich äußerst problematisch ist. Ja? So, von Seeckt war im Reichstag. Das ist fast ein bisschen ironisch zu sehen. Er war in der Partei, die von Gustav Stresemann gegründet wurde, nämlich in der Deutschen Volkspartei. Und das gehört auch zu den Sphinxhaftigkeiten dieses Mannes. Man weiß nicht, was da im Einzelnen hintersteckt. Es war aber so, dass diese Deutsche Volkspartei in den letzten Jahren der Weimarer Republik einen ordentlichen Schwenk nach rechts gemacht hatte, sodass sich auch viele Menschen davon distanziert hatten. Von Seeckt hat auf verschiedene Weise versucht, irgendwie sein Ziel, Feldherr und Staatsmann in einem zu sein, zu erreichen. Er hatte 1924, 25 kurzfristig überlegt, als Nachfolger Eberts für die Reichspräsidentschaft zu kandidieren. Das kam dann durch Eberts Tod zu plötzlich, dass er da noch hätte mitmischen können. Und er wurde auch in der Krisenzeit 1923 kurzfristig als Reichskanzler gehandelt. Also da waren ganz viele Optionen. Und er musste ja 1926 die Reichswehr verlassen, nachdem er verschiedene Vorschriften und Gesetze übertreten hatte, gehe ich jetzt nicht im Einzelnen darauf ein, auch im Sinne quasi dieser Orientierung am rechten Militär. Und er suchte sich dann eben einen neuen Wirkungsraum im Reichstag. Von Seeckt geht eben auch davon aus, Krieg kann nur mit einem geordneten Staat geführt werden. Da gibt es so gewisse Topoi in der preußisch-deutschen Geschichte, und da steht eben Friedrich der Große, der hat eben erst den Staat geordnet, die Finanzen in Ordnung gebracht, dann konnte er auch ordentlich Krieg führen. Also solches Denken war bei ihm verbreitet, und deswegen wollte er schon, dass der Staat auch irgendwie gut funktioniert, ja? Denn ohne funktionierenden Staat keine funktionierende Armee, und das war für ihn das zentrale Ziel.
Die erste Frage, kann ich ja nur mal ein Stichwort haben. Warum, sagen wir, wenn er so oft formulierte gegen Stresemann und ja, ganz wichtige Frage und ganz schwierige Frage. Sie müssen, also ich sag mal, da kann man verschiedene Beispiele nehmen. Von Seeckt war ein sehr durchsetzungsfähiger Mensch. Er verkörperte diese Führernatur, die wir hatten. Als er zum Beispiel den Einsatz der Reichswehr gegen den Putsch 1920 durchsetzt, hat er gar keine Kompetenz dazu. Der Kommandeur der Reichswehr hieß zu dem Zeitpunkt Reinhardt, der war für den Einsatz der Reichswehr gegen die Putschisten. Der politische Führer war der Reichswehrminister Noske, der war für den Einsatz der Reichswehr. Die beiden hätten das zu entscheiden gehabt, aber von Seeckt, der als Dritter mit am Tisch saß, setzt sich durch und sabotiert das. Und Ebert lässt sich überreden, deswegen wird er von Seeckt ja auch als Schwächling bezeichnet, der Linie von Seeckt zu folgen, nach dem Motto, naja, am Ende schießen die Reichswehrleute dann gar nicht auf die Putschisten und dann haben wir noch großes Problem. Ja? Man muss, also um dieses schwierige Problem zu begreifen, muss man sich in die Situation versetzen. Von Seeckt wird 1923 sogar zum Chef der Exekutive erklärt. Das heißt, der leitet kurzfristig als Militär die Regierung, weil ein militärischer Ausnahmezustand ausgehängt wird. Wir haben gleichzeitig Hyperinflation, Hitlerputsch in München, kommunistische Aufstände in Thüringen und Hamburg, eine Reichswehr, die in Bayern nicht mehr die Reichskokarde trägt, das heißt, die sich bayerisch fühlt und nicht mehr dem Reich verpflichtet. Ja? Und dieser letzte Punkt, dass da Reichswehreinheiten im Grunde meutern, lässt Ebert zu der Erkenntnis kommen, wenn da überhaupt einer was regeln kann, dann der von Seeckt. Und in seinem Handeln steht von Seeckt letztlich ja auch noch unter der Gesetzgeberschaft des Reichspräsidenten. Das heißt, er kann nicht tun, was er will. Es ist eine total komplizierte Situation. Man müsste sich genau angucken, was da abläuft. Ich hoffe, ich konnte das andeuten. Es sind wahnsinns komplizierte Situationen. Und man klammert sich an den, der irgendwie den Eindruck macht, der kriegt das gebacken. Und diesen Eindruck machte von See. Und ich sage vielleicht noch einen letzten Aspekt. Letzter Aspekt. Von Seeckt ist von vielen missverstanden worden. Sein Vorgehen gegen die Putsche, die für ihn vor allen Dingen ein Zusammenhalten der Reichswehr war, keine Spaltung der Reichswehr, keine Spaltung zwischen den bewaffneten Kräften, haben die Rechten zum Teil angesehen, als Einsatz gegen die nationalen Kräfte. Dafür ist er zum Teil auch geschmäht worden. Der Einsatz für diese Reichswehr ist von den demokratischen Kräften zum Teil missverstanden worden als Einsatz für die Demokratie. Die Demokratie interessierte von Seeckt überhaupt nicht. Er wollte den Führerstaat. Er benutzte die Demokratie lediglich. Aber insofern gibt es da Missverständnisse auf beiden Seiten, die man nur nachvollziehen kann, wenn man sich wirklich in diese wahnsinnig gestressten, wahnsinnig komplizierten und hochemotionalisierten Zeiten reinkniet. Ich hoffe, ich habe das wenigstens ansatzweise beantworten können.